als nächstes von unseren hochkarätigen Gästen hier begrüßt mit mir bitte Dr. Martin Seliger. Martin Seliger, so rum. Entschuldigung. Er ist kritischer Begleiter der Band seit vielen Jahren, promovierter Soziologe, Verfasser diverser sozialwissenschaftlicher Werke, bekannt aber auch als Mitglied, als Martin Schittler von der Punkband Schittlers, und ihm übergebe ich nun das Wort. Vielen Dank. Hallo. So, ich muss mich kurz hier einrichten. Ja, also, ich nehme mal die Mütze ab. Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ich habe also heute die Aufgabe, eine Kritik an der Gruppe Antilopengang zu formulieren. Ich möchte da auch niemanden enttäuschen. Ich habe das sofort zugesagt, weil ich mir das als eine sehr interessante Aufgabe vorgestellt habe. Mein erster Impuls war es mal, eine ästhetische Kritik auszuarbeiten. Unter ästhetischen Aspekten ist, was die seit 15 Jahren machen, ja schon ganz schön gut und auch früh sehr weit entwickelt gewesen. Ich denke, auf der Ebene haben die Antilopen vielleicht gar nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, und ich wollte so auch ein bisschen das Politikthema eigentlich vermeiden, weil ich den Eindruck hatte, dass es da immer irgendwie sehr viel drum ging, obwohl eigentlich wenig rauskam. Ich habe dann gemerkt, dass ich das überhaupt nicht hinbekomme, und das liegt daran, dass es irgendwie doch natürlich das Politikthema ist, das mich da am meisten interessiert. Und obwohl man wirklich mal darüber reden könnte, wie früh der Tobias diese Rhyme-Patterns und Betonungsmuster hatte, die dann später im Trap, heißt es, glaube ich, bekannt wurden, oder was da für schöne Akkordfolgen und Arrangements da früh durch Daniels Klavier, durch die Orgel reinkam, werden wir uns heute wieder damit mit der Politik befassen. Und eigentlich ist das vielleicht auch mein Hauptpunkt. Die Politikdiskussion bei den Antilopen ist eigentlich auch eine Ästhetikdiskussion, ne? Denn um Politik geht es da meistens nur in zweiter Linie. Dazu später mehr. Eine Kritik, das vielleicht auch noch als Einleitung, eine Kritik braucht immer Maßstäbe. Also das heißt Aspekte, unter denen man einen Gegenstand definiert und kritisiert. Das können funktionale Maßstäbe sein. Erfüllt der Gegenstand den Zweck, den er erfüllen soll? Das können moralische Maßstäbe sein. Ist der Zweck bzw. die Wirkung des Gegenstandes gerecht? Und das kann drittens auch eine immanente Kritik sein, die sich auf die eigene Begründungslogik dieser Gegenstände bezieht. Das wird heute unser hauptsächlicher Ausgangspunkt sein. Haben viel Geld mit diesen Turnbeuteln verdient, wäre aus dieser Sicht kein valides Argument. Und es werden natürlich auch moralische und ästhetische Probleme behandelt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht auch am Ende meine persönliche Meinung ist, die mich da leitet. Oberbegrifflich sprechen wir heute über Popmusik als Teil der politischen Öffentlichkeit funktional differenzierter Gesellschaften. Ne? Das klingt schwierig, ist es aber eigentlich nicht. Die politische Öffentlichkeit ist sozusagen der Ort, an dem demokratische Gemeinwesen ihre kollektiven Probleme definieren und nach Relevanz und Lösbarkeit ordnen. Was finden wir wichtig? Wie wollen wir das erreichen? Funktionale Differenzierung ist eines der, kann man wahrscheinlich sagen, weniger umstrittenen Theoreme der Sozialwissenschaft. Im Prinzip geht es da um die zunehmende Diversität gesellschaftlicher Teilbereiche, in dem also Arbeitsteilung im Modernisierungsprozess immer spezifischer wird, wird die Gesellschaft immer komplexer, immer schwieriger zu verstehen. Das wiederum bringt Probleme für die politische Öffentlichkeit mit sich. Wir leben also in einer Welt, die immer schwerer zu durchschauen und zu erklären ist. Der Europäische Gerichtshof interpretiert die Dienstleistungsfreiheit zulasten nationaler Tarifsysteme. Irgendwelche Ethikkommissionen beurteilen die Potenziale der Stammzellenforschung.
erleben wir eine Klimafluktuation oder eine Klimaoszillation? Wie funktioniert die Algorithmensteuerung im US-amerikanischen Wahlkampf? Alles das sind wichtige Fragen, die die meisten Menschen nicht beantworten können. Für die Demokratie ist das ein Problem. Wir leben offenbar in einer Welt, die so komplex ist, dass die Wähler die gar nicht mehr verstehen, worüber die da abstimmen, worüber die entscheiden sollen. Das ist total aussichtslos. Total aussichtslos? Nein. Natürlich gibt es neben den sogenannten Qualitätsmedien, den Universitäten und den sozialen Bewegungen die Populärkultur, deren Vertreter helfen, komplexe Zusammenhänge an die Bevölkerung zu vermitteln. Politische Künstler und auch Rapper leisten hierbei Orientierungshilfe in zweierlei Hinsicht. Einmal vermitteln sie irgendwie pointierte Informationen und einmal bieten sie eine Identifikationsfläche. Das Ganze ist also keine reine Politik, die gibt es sowieso nicht. Politik ist immer auch ein Stück weit inszeniert, sondern das hat eben eine starke ästhetische Dimension, die Leute emotional berührt. Ich bin beispielsweise großer Fan der Band Alarmsignal. Die haben diesen Song: Ich träume sozusagen von brennenden Barrikaden. Einem Volk, das aufschreit und verkündet: Wir haben die Scheiße satt. Faxen, dicke, nix Paletti, wir gewähren nicht mehr Rabatt. Und ich meine es so, wie ich es sage. Denn die Lage ist bedrohlich, keine Frage. Ich bin kein Mensch der leisen Töne und war's auch noch nie. Na klar, ich werde älter, doch ich werde nie wie sie. Ich weiß nicht, kennen Sie vielleicht. Also, das ist schön einfach gehalten. Was den genau stört, sagt er nicht. Nur, dass es irgendwie alles scheiße ist. Und er dagegen. Und man kann sich das jetzt gut vorstellen, wie in so einem Kellerraum vor der Bühne sich so eine kleine Gruppe von Nietenpunkern irgendwie in den Armen liegt und das mitschreien. Und irgendwie ist alles scheiße und wir singen das jetzt mal laut zusammen. Und hier im Keller auf dem Punkkonzert, wenn man so will, ist das ziemlich ehrlich. Ne? Und ich kann auch nicht behaupten, dass mich das kalt lässt. So, ich denke, die Antilopengang ist das, was das betrifft, weniger ehrlich. So, und ich will Ihnen erklären, warum. Über den politischen Gehalt des Output der Antilopengang ist ja irgendwie viel diskutiert worden. Samuel Salzborn, der auch heute hier ist, hat gesagt, für ihn ist das kritische Theorie 2.0. Das ist vorsichtig formuliert eine starke These. Gewisse Parallelen gibt es natürlich schon. Der Großteil der Linken ist aus beiderlei Sicht total verblödet, gefällt sich in Wohlfühlposen, aber jetzt kommen die klugen, belesenen Typen, die mal erklären, warum das alles so nicht geht. Anders als die Vertreter der kritischen Theorie, die sich bei der Begründung ihrer skeptischen Programmatik ziemliche Mühe gegeben haben und sicher oft auch Wichtiges dem gesellschaftlichen Reflexionsvermögen hinzugefügt haben, lassen sich entsprechende Beiträge bei der Antilopengang nur in geringem Umfang finden. Ihre Kritik ist eher eine ästhetische Praxis, mit der sie das Grundproblem lösen, vor dem eigentlich alle Rapper stehen: Sie brauchen irgendwas, über das sie rappen können. Bei der Lösung dieses Problems gehen sie eine Bedarfsgemeinschaft mit der radikalen Linken ein. Die hat ebenfalls ein Problem, nämlich, dass sich außer dem Verfassungsschutz niemand für sie interessiert. Und insofern passen die beiden ganz gut zusammen. Viele werden sicher dieses Interview mit dem Law in Deutschland kennen, das vor etwa 5 Jahren auch am Tag eines Release-Konzertes übrigens geführt wurde von Alexander Nabert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den kennt. Der war mal bei der Jungle World, ist jetzt vor ein paar Wochen zur Axel Springer Akademie gewechselt, also typische Milieukarriere eigentlich. Und das Interview ist übrigens nicht so gut redigiert. Ich hoffe, dass man da, wenn schon nicht die Maßstäbe des deutschen Qualitätsjournalismus, ein bisschen Kommasetzung und korrekte Verwendung von Abkürzungen und sowas lernt. Jedenfalls hat dieser Journalist
kann man eigentlich ja sagen, dass da ordentlich Schützenhilfe geleistet für dieses politische Selbstverständnis, für die Selbstinszenierung der Antilopengang, um die es mir heute geht. Ich will versuchen, das mal an ein paar Themen festzumachen. Das ist einmal Occupy oder Blockupy, der Unterschied war ja nicht so ganz klar. Dann Gewalt und Erinnerungspolitik und vielleicht noch diese Kritik des Landlebens. Was ist das? Naja, wir fangen mal mit der Kritik von Daniel an der Occupy-Bewegung oder Blockupy-Bewegung. Ich glaube, so genau wusste er das selbst nicht. Daniel kritisiert da im Interview die Demonstranten, die versuchen, das Tagesgeschäft der Europäischen Zentralbank zu stören. Diese Idee, es gäbe irgendwie 99% von Unterdrückten, so sagt er da, die von 1% reicher unterdrückt werden. Ein besseres Beispiel für verkürzte Kapitalismuskritik gibt es eigentlich gar nicht. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was Blockupy genau gemacht hat, sehen wir, dass die sich eigentlich mit ihrer Blockade gegen die Austeritätspolitik in der Eurokrise gerichtet haben. Ne? Also wir erinnern uns, im gemeinsamen Währungsraum bewirken negative Leistungsbilanzen der Länder Angleichungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik durch die Troika, das heißt also die Europäische Zentralbank, die Europäische Kommission und der Internationale Währungsfonds. Da wurden dann irgendwie Mindestlöhne gestrichen, das Renteneintrittsalter erhöht und so weiter. Und wie man so sagt, mit dem Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, einen Haircut, nannte man das auch. Und dieses Bündnis, das dagegen protestieren wollte, hieß eben Blockupy. Und gut, das klingt jetzt alles ähnlich wie Occupy. Wir kennen auch alle das Leben des Brian, Judäische Volksfront, Volksfront von Judäa, DKP, KPD, SPD, PDS. Irgendwie alles dasselbe. Kann man schon mal verwechseln. Aber im Ernst, irgendwie ist es auch super geil, ne? Und große Unterhaltung. Da sieht man richtig, wie einer im Gestus der abgeklärten Souveränität richtig in die Scheiße greift. Und das meine ich jetzt gar nicht spöttisch, also wirklich. Ne? Ich finde das cool, wirklich. Das hat was. Schwierig wird es hingegen, wenn man versucht, mal zu verstehen, wie er das meinte. Es ging da natürlich um Occupy, also diese Bewegung, die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen und den gesellschaftlichen Einfluss der Finanzwirtschaft kritisiert hat. Die hatten dieses Bild der 99% und das 1%, das zugegebenermaßen nicht unproblematisch ist, wenn man es mit einer eindimensionalen Zuschreibung irgendwie politischer Verantwortung hierfür an dieses 1% verbindet. Genau das kritisieren sie dann auch. Diese Idee, so Daniel, es gäbe irgendwie 99% von Unterdrückten, die von 1% reicher unterdrückt werden. Ein besseres Beispiel für verkürzte Kapitalismuskritik gibt es eigentlich gar nicht. Und Kolja dann, das ist ja auch schon fast Antisemitismus. Das ist ja schon der Aufruf zum Pogrom impliziert. Ne? Auch wenn ich glaube, dass die beiden da pauschalisieren und übertreiben, denke ich, dass im Kern die Kritik natürlich schon richtig ist, so, ne? Was sie da kritisieren. Man muss da sehr aufpassen. Gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, dass 3 Jahre nach der Finanzkrise, deren Kosten vor allem von den Kleinanlegern, den Randbelegschaften der Konzerne mit flexiblen Produktionssystemen und mittelbar in der Eurokrise von den Bewohnern der Krisenländer getragen wurde, die Problemanalyse Occupy oder Blockupy ist antisemitisch, von einer extremen Ignoranz zeugt. Natürlich ist es in einer demokratischen Gesellschaft wichtig, dass da Transparenz in den Eigentumsverhältnissen herrscht. Also wenn etwa 2000 Personen auf der Welt 60% des gesellschaftlichen Vermögens besitzen, ist das natürlich total legitim und wichtig, darauf hinzuweisen. Ohne eine Erhöhung der Vermögenssteuer und die Schaffung irgendwie neuer Massenkaufkraft in den Mittelschichten ist auch sowas wie ein Green New Deal gar nicht denkbar. So eine Kritik ist also total kurzsichtig und geht politisch am Thema vorbei, wenn ich das in einer Hausarbeit oder so, das ist eine 6. Muss man ganz genau, das ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. So. Ich komme jetzt zu dem nächsten Punkt. Das ist die Rolle von
von Gewalt in der Darstellung. Es gibt ja immer wieder diese Gewaltfantasien, die da artikuliert werden gegen Kiffer, gegen Demonstranten, wie von Stuttgart 21, gegen E-Scooter. Das Letzte ist wirklich geschehen, der Rest wird vermutlich Fantasie bleiben. Und eine ganz charakteristische Metapher ist also der Einsatz von Bomben gegen Deutsche. Wenn die Massen sich erheben, werfe ich aus dem Flugzeug eine Brandbombe auf Dresden. Hieraus wurde ein paar Jahre später eine Atombombe auf Deutschland. Also noch mehr Zerstörung, die angerichtet wird. Was soll das bedeuten? Ich denke, zwei Dinge. Der unbedingte Wille zur Provokation und vielleicht auch irgendwie die Sehnsucht danach, diese ganzen rückhaltlosen Rachefantasien, wofür eigentlich? Wenn schon nicht auszuleben, dann zumindest artikulieren zu können. Vom Gestus her ist das pubertär. Das sind also Sätze, die Teenagern rausplatzen, wenn sie Aufmerksamkeit am Abendbrotstisch erregen wollen und ihre Ängste und Sorgen und ihre Hilflosigkeit auf irgendein übergeordnetes Deutschland projizieren und damit auch ihre Lehrer, Eltern, Pfadfinderleiter schockieren wollen. Politisch betrachtet ist das ungefähr so subversiv wie Fahr in Urlaub. Und das hat auch gar nichts mit dem Bombenkrieg der Alliierten zu tun. So, über den kann man natürlich reden, so, ne? Sowohl militärstrategisch als auch erinnerungspolitisch, aber doch nicht so. Naja, ich könnte das jetzt noch weiter fortsetzen und über diese Dorfsache reden, das erspare ich uns mal. Wir halten fest, es gibt im vermeintlich politischen Werk der Antilopen, ich nenne es heute mal das Politwerk, so eine starke Tendenz zur Provokation und die mit einer irgendwie krassen Schwarz-Weiß-Malerei und einer starken Aufwertung der Sprecher zu tun hat. Die sind unheimlich abgeklärt und verstehen das alles, alle anderen liegen falsch. Jetzt zur Interpretation. Meine These ist jetzt, dass diese politischen Botschaften eigentlich ästhetische Botschaften der Selbststilisierung sind. Die suchen sich immer was Doofes und machen sich dann drüber lustig. Ein bisschen so wie Mobbing in der Schule oder Fernsehformate wie Schwiegertochter gesucht oder so. Wer also in der siebten Klasse irgendwie noch so einen Umhängebrustbeutel oder eine Zahnspange oder Klettverschlussschuhe trägt und dann den Fehler macht, was Dummes zu sagen, der kriegt Klassenkeile. Und mal ehrlich, welche Person der politischen Öffentlichkeit in Deutschland eignet sich da besser als Ken Jebsen? Das mag politisch vereinzelt, wie im Fall von Ken Jebsen, auch gerechtfertigt sein. Insgesamt wedelt doch aber da der Schwanz mit dem Hund. So, dieses Herabblicken auf Leute, die die Welt verbessern wollen, dieser ostentative Universalzynismus, funktioniert natürlich als Witz irgendwie sehr gut. Ich kann mich da selber nicht von freisprechen. Das funktioniert aber nur so lange, wie man ausblendet, dass dieses linke Milieu, an dem man sich abarbeitet, selbst total randständig ist. So, klar, wenn man im autonomen Zentrum plötzlich irgendwie Ulf Poschert das Wort reden will, ist man irgendwie, wie Patrick Ort das ja auch eben schön gesagt hat, der Punker unter den Punkern. Und das hat auch was. So, da gebe ich total zu. Ich kann in so einer Haltung aber beim besten Willen keine gute Problemanalyse oder irgendwas politisch Gehaltvolles erkennen. Das ist unter dem Aspekt einfach heiße Luft. So, ne? Und deswegen ist diese politische Haltung der Antilopen nicht viel mehr als eine ästhetische Praxis. So, ne? Ästhetisch wird dieses Politische dann wieder aufgelockert mit verschiedenen Strategien. Es gibt ja zum Beispiel diesen Song Niemand peilt die Gang, wo das nochmal so klargestellt wird. Das hier ist eigentlich so hintersinnig, das kann man gar nicht verstehen. Was also einerseits vielleicht ein bisschen drastisch wirken mag, ist andererseits also gar nicht so schlimm. Eine entsprechende Interpretationshilfe geben die Antilopen dann auch in diesem Interview, die Gang zu peilen, so sagt Daniel, sei der Versuch, auf einen Würfel zu gucken und zu sagen, welche Zahl da ist. Dabei ist von jeder Perspektive... Die Gang zu peilen, so Daniel, sei der Versuch, auf einen Würfel zu gucken und zu sagen, welche Zahl da ist. Dabei ist von jeder Perspektive eine andere Zahl drauf. Das ist das Problem. Man kann die Gang nicht peilen. Wow.
Jetzt ist es so, dass einem bei einem Würfel normalerweise die Zahl zählt, die oben ist. Und selbst wenn man dieses zugegebenermaßen relativ einfache Prinzip unterminiert, ist es eben abhängig von der Perspektive, welche Zahl oder welche Zahlen man da sieht. Aber um in der Metapher zu bleiben, das ist total kompliziert. Sogar so kompliziert, dass man das gar nicht verstehen kann. Und deswegen ist das mit der Politik eben auch gar keine Politik, sondern Kunst. Kolja erklärt das so. Kunst genügt sich selbst. Wenn man Kunst für irgendwelche Zwecke funktionalisieren würde, wäre das gar keine Kunst, sondern Propaganda. Ich kenne mich jetzt mit Kunst nicht so aus. Als Soziologe muss mich das natürlich missmutig stimmen. In einer Welt, in der irgendwie alles zusammenhängt, kann Kunst als Kontextphänomen sich natürlich nicht selbst genügen. Alles gewinnt seine Bedeutung erst im Zusammenhang. So, und für mich klingt das eher so nach einer Art infantiler Schutzbehauptung. Ihr könnt das nicht verstehen. Heißt dann eigentlich, wir müssen uns nicht festlegen und können mal das eine, mal das andere und dann wieder was anderes sagen. Und hierfür spricht aus meiner Sicht eben noch was, und das ist die Zusammensetzung der Charaktere. Die ist ein bisschen wie bei TKKG. Das ist so eine Kinderhörspielserie. Der eine ist ganz schlau, ein messerscharfer Analytiker. Der King Lies Brecht, hat er mal gerappt. Der andere liebt den großen Auftritt und hat immer recht. Und der dritte, ja, der isst gerne Schokolade und gibt dem Ganzen irgendwie sowas Menschliches zurück. Bei TKKG gibt es jetzt noch Gabi, die ist eine Frau, die gibt es bei den Antilopen leider nicht, aber diese drei so unterschiedlichen Charaktere schaffen in der Außenwirkung eine Identifikationsfläche, die so divers ist, dass die ganzen Aussagen gar nicht mehr klar zuzuordnen sind. Es gibt also immer genug Anzeichen für alle möglichen Interpretationen. Interessant erscheint mir, dass diese, das ist ja eine postmoderne Argumentationsfigur, also eine Kritik der Nicht-Existenz ontologischer Kerne, im grundsätzlichen Gegensatz steht zu dieser Denkschule der kritischen Theorie, mit der zumindest Daniel und Kolja immer wieder kokettiert haben. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die das überhaupt wissen. Insgesamt ist das, also kann man, denke ich, sagen, so ein Vorspielen falschen Tiefsinns. Ne? Diese politischen Rants sind eine ästhetische Praxis, die im Begriff, die im Prinzip auf gar nichts anderes bezeichnen, außer dass man irgendwas verstanden hat, von dem eigentlich nur klar ist, dass die anderen das noch nicht verstanden haben. Wie mit diesem Würfel. Ne? Und das ist eigentlich meine Kritik an dieser ansonsten wirklich guten Band. Alarmsignal ist auch eine gute Band. Wenn Sie jetzt für Ihre Release-Show oder Weihnachtsfeier mal einen Soziologen buchen wollen, können Sie mir einfach eine E-Mail schreiben. Und ja, jetzt viel Spaß.